Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wettervideo hier. Beginnend heute in Maspalomas am Barranco mit dem Blick in die Berge heute am 10. Juli 2022. Es ist 9 Uhr morgens. Wir haben 27 Grad. Ja, alles ein bisschen diesig in den Bergen. Zu den aktuellen Wetterdaten kommen wir dann am Strand. Jetzt erstmal hier, was gibt es Neues? Das frühere Restaurant El Canal Grill Steakhouse Pizza und Tapas wird umgebaut, stand ja die ganze Zeit leer. Hat jetzt auch eine neue Konstruktion bekommen. Ein Vorbau, ein neues Dach schon. Und wie es aussieht, auch einen zweiten Eingang. Wird wohl in Kürze eröffnen. Ja, war früher ein sehr gutes Restaurant. Ich kann mich erinnern an die Zeiten, ich glaube 20 Jahre, da war die Leitung, hatte ein Deutscher, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Auf jeden Fall hat es einen sehr guten Ruf gehabt. Hier gibt es auch noch einen Ein- oder Ausgang, höchstwahrscheinlich nur während der Zeit der Renovierung hier. So, vorbei am Golfplatz. Hier ist der Eingang geöffnet für die Safari, für die Kamelsafari, beziehungsweise auch der Weg an den Dünen vorbei zum Strand. So, vorbei hier an der Charka, hier ist auch noch mal ein Übergang zur Kamelsafari, da ist schon wieder gut was los, eine Attraktion für groß und klein. Und ja, hier geht der Barranco in die Charka über. Charka, das ist der kleine See, das heißt Weiher oder Tümpel übersetzt. Und wenn der voll ist, dieser See, dann fließt das Wasser ins Meer. Ja, im Moment noch wenig los hier, aber das liegt an der frühen Stunde. Die Morgenstimmung hier an der Charka, keine Quellen, das heißt schon mal wenig Wind.
Ja, hier oben wird gefrühstückt. Die 10 Suiten. Und nun die aktuellen Wetterdaten. Hier jetzt gerade 28 Grad, Höchstwerte bis 34. Schwacher Wind bis 25 Stundenkilometer. Sonnenaufgang 7.13 Uhr, Sonnenuntergang 21.01 Uhr. Was gibt's noch? UV-Index ist im Moment niedrig. Ja, und die Temperaturen heute Nacht waren wieder sehr angenehm. 23 Grad, also hat ein bisschen runtergekühlt. Ja, hier der Blick Richtung Maspalomas. Der Höchststand ist erreicht. Es ist jetzt wieder ablaufendes Wasser. Ja, und schön, einfach nur angenehm hier im doch kühlen Wasser zu laufen. Ja, so beginnt der Strandtag hier. Ja, heute Abend, fällt mir gerade ein, geht's zum Essen. Wir gehen in ein griechisches Restaurant. Und ja, lassen uns da überraschen. So, und für mich jetzt ein bisschen schneller hier in diese Richtung. Ja, ich kann doch nicht widerstehen. Ich muss da einfach mal nach oben. Wir haben keinen Wind und das sind ja ideale Voraussetzungen.
So, Ziel erreicht. Ja, leichter Wind hier oben, aber es geht noch. So, mal der langsame Schwenk jetzt mit Zoom. Kam gestern auch die Frage, wo denn die Kioske seien. Ja, die sind am Strand von Maspalomas bis Playa de Ingles. So, doch ganz schöner Wind jetzt hier. Ja, die zwei kleinen grünen Oasen hier, die gibt es noch. Ja, doch einzigartig schön die Landschaft hier. Ja, einfach nur schön entspannend, erholsam. So langsam füllt sich der Strand, deswegen meine letzten Aufnahmen jetzt für das Wettervideo heute hier. Das geht jetzt auch ganz schnell. Ein paar Algen liegen hier, man sieht es. Die sind jetzt angeschwemmt worden. Ist doch noch nicht Hochwasser. Ich glaube, jetzt im Moment haben wir Hochwasser erreicht. So, und jetzt, ich werde dann erstmal ein bisschen schwimmen gehen und mich mal gemütlich an den Strand setzen.
Ja, da ist Hochwasser gerade eben. Da kommt immer noch Wasser über den letzten Wellenkamm und ist also noch nicht ganz Hochwasser. Deswegen die Algen hatte ich vorhin gar nicht gesehen hier. So, mit diesen Bildern sage ich dann bis später zur Realität oder wer möchte zum nächsten aktuellen Wettervideo. Viele Fragen bezüglich des Wetters auch in den Kommentaren. Es ist sehr einfach, die Wetterdaten zu erfassen oder dann eben auch für den Monat oder für den Zeitraum, wo man kommt. Das ist ja einfach. Vorhersage, es ist so, es bleibt so, wie es jetzt im Moment ist. Ein paar Grad wärmer oder ein paar Grad kühler. So, dann sage ich hasta mañana und einen schönen Sonntag und ein Restwochenende.